Hier bin ich wieder mit meiner Monatsübersicht Mai. Ja, ich habe viel zu tun, das hat Maja auch schon gesagt. Viele von euch haben mich vermisst, das freut mich ungemein. Jetzt bin ich wieder hier oder versuche auch regelmäßig wieder hier zu sein. Ja, ich hatte letzten Monat sehr wenig Zeit. Man sieht es auch an den Büchern. Die meisten habe ich mit Ma zusammengelesen. Abends bin ich so kaputt, dass ich sage, Ma, lies mir einfach vor. Und ich spiele nebenbei Tetris oder dieses Spiel in 80 Tagen um die Welt. Ein sehr schönes Spiel, weil man da einfach nur so Steinchen abbauen muss. Und ja, da kann ich wunderbar dann den Geschichten lauschen, die Ma mir vorliest. Mein persönliches kleines Hörbuch. Und ja, deswegen habe ich diese Seitenzahl nicht alleine geschafft. Ohne sie wäre das deutlich weniger gewesen. Insgesamt haben wir aber 11 Bücher gelesen, 1883 Seiten, und das macht ca. 60 Seiten am Tag. Ja, dann will ich jetzt gleich auch mal beginnen mit den Gaylord-Romanen von Erik Malpass. Ja, diese Gaylord-Romane sehen schon alt aus. Sie sind es. Wir haben aber nur den ersten gelesen. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Und am Anfang hat mich dieses Buch total begeistert, total bezaubern können. Dieser kleine Junge, frech wie nichts. Und ja, der weckt seinen Großvater und es klingt gleich wie ein Paukenschlag. Es ist eine total schöne Familiengeschichte am Anfang. Es ist auch diese Liebesgeschichte von der Tante, die ja eigentlich keiner will, und die fürchterlich attraktive Schwester, die jeden, der sich auch für ihre ja weniger tolle Schwester dann begeistern kann, versucht ihr auch noch wegzunehmen. Das hat einfach Spaß gemacht zu lesen, aber dann irgendwann gegen Ende kippte das Buch und es wurde sehr nachdenklich, es wurde sich mit Tod beschäftigt und dies und das und ein paar Probleme, und es wurde halt ein bisschen schwermütig, depressiv, und das hatte ich erstens nicht erwartet und zweitens fand ich es nicht gut, weil dieses Buch von vornherein humorvoll war. Also mich konnte es daher nicht wirklich begeistern. Ich werde auch jetzt den zweiten Teil wahrscheinlich nicht lesen. Ja, es ist trotzdem ein Klassiker. Ich kann euch jetzt dazu wirklich nur meine Meinung sagen. Ich weiß, vielen von euch gefällt dieses Buch. Ihr liebt es. Es wurde ja auch verfilmt, aber mich konnte es jetzt letztlich durch diese Schwermütigkeit am Schluss, diesen Stimmungsbruch letztlich, nicht so begeistern. Aber seht es euch an, es spielt in England auf einem, ja, ich denke schon eher Landsitz. Es hat am Anfang wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Und wenn es euch nicht stört, wenn auch mal so eine Stimmung kippt im Buch, ist das sicherlich etwas, was ich euch empfehlen kann. So, dann haben wir gelesen Oscar Wilde, Das Gespenst von Canterville. Ja, es ist ein Klassiker. Und ihr wisst, ich bin Oscar Wilde-Fan. Ich verehre diesen Mann. Ich habe ja auch Zitatsammlungen von ihm und Biografien und dies und das und jenes. Ja, Oscar hat hier geschrieben über ein Gespenst. Ein Gespenst, was jetzt leider Besuch bekommt, beziehungsweise das Haus, in dem es spukt, wurde jetzt gekauft von Amerikanern. Und diese Amerikaner sind einfach nur fürchterlich. Da ist zum Beispiel so ein Fleck, so ein Blutfleck, und niemand hat ihn je weggekriegt. So, und die Amerikaner gehen da mit ihrem Fleckwegzeug hin und machen das, den Fleck weg, und das Gespenst muss jetzt den immer wieder und immer wieder neu, ja, reproduzieren. Und die Kinder ärgern das Gespenst, sie lauern ihm auf, sie zeigen, wir gruseln uns vor gar nichts, und das arme Gespenst hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr zu spuken. Es ist eine Kindergeschichte, beziehungsweise es ist bei Dressler Klassiker erschienen, aber ich denke auch Erwachsenen macht es Spaß, weil man dann auch noch diese bösartigen kleinen Spitzen gegenüber den Amerikanern wirklich zur Kenntnis nimmt, die Oscar Wilde wunderbar verpackt hat. Auch die Verfilmung mit Neve Campbell, ihr wisst, die Schöne von Scream, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja, dann haben wir gelesen, das habe ich auch mal zusammengelesen, genauso wie Oscar Wilde und Eric Montparnasse, und Stefan Maywald, Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Wir lieben solche Bücher, ihr wisst es, und ja, diesmal ging es wieder nach Italien. Stefan Maywald war Redakteur auch beim Playboy, und er verrät ja nicht nur viel über
ja, über Italien und wie es ist, sich in eine Italienerin zu verlieben und mit ihrer ganzen Familie klarzukommen. Nein, er beschreibt auch von seiner Zeit als Playboy-Redakteur. Und was ich sehr interessant zum Beispiel fand, war, dass kleine Menschen wesentlich besser ausgezogen aussehen als große. Wobei bei denen besser wieder die Mode sitzt. Ja, so ungerecht ist das alles. Und er verpackt Wissen unheimlich gut. Es ist niemals staubtrocken oder langweilig. Er hat eine wunderbare Art zu schreiben und wir werden garantiert noch mehr von ihm lesen. Ich jedenfalls war total begeistert und ja, ich freue mich auf weitere Bücher von dem Autoren. So, dann habe ich gelesen von Tom Angelberger, und das Buch habe ich ja wirklich mal alleine gelesen. Darth Paper schlägt zurück. Ja, das Imperium schlägt zurück, der Krieg der Sternchen geht weiter. Der erste Teil heißt Yoda, ich bin, alles ich weiß. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch eine Besprechung zu Yoda auf dem Kanal, glaube ich, oder haben wir die nicht? Egal, ihr findet ja eh alle Infos unten in der Infobox. Und ja, Darth Paper konnte mich nicht so überzeugen wie Band 1. Irgendwie fehlte da was, da war ein bisschen die Luft raus. Wieder geht es um Probleme, die normale Jugendliche bzw. Leute sind, haben, die zur Schule gehen. Was macht man zum Beispiel, wenn ein Mitschüler fürchterlich stinkt? Wie kriegt man das Problem in den Griff, ohne demjenigen weh zu tun? Ja, solche kleinen Fälle werden wieder aufgerollt. Es geht um Freundschaft. Ja, es ist im Tagebuchstil, beziehungsweise es ist so wie so eine Studie gemacht. Und im Anhang findet ihr dann auch Bastelanleitungen für den Origami Yoda und für den Origami Darth Paper. Ja, wer Star Wars-Fan ist, ich war es mit 10 oder 13 Jahren, wird hier dran wirklich seine Freude haben, denke ich. Es ist einfach schön, seine Figuren auch mal als Origami-Puppen auf den Fingern von irgendwelchen Jugendlichen zu sehen. Ja, trotzdem konnte es mich nicht so begeistern. Für mich ist die Serie damit zu Ende. Ich weiß nicht, ob Angel Burger darüber nochmal schreiben wird. Ich werde es jedenfalls wahrscheinlich dann nicht lesen. So, weiter geht es mit dem Buch von Narendra Adami, Die Sari Sisters, Bollywood ist überall. Bollywood ist überall ist der Auftaktband einer Trilogie und ich werde sie weiterverfolgen, obwohl der letzte Kick fehlte. Es geht um drei Schwestern und die bekommen nach dem Tod der Mutter einfach vom Vater alles. Er vergräbt sich selbst in Arbeit, aber wenn die sagen, ich brauche neue Schuhe, sind die neuen Schuhe da. Das ist gar kein Problem. Die Mädchen tragen sie teilweise auch gar nicht mal, weil, ja, Konsumbelger halt. So, das ändert sich aber schlagartig. In dem Moment, wo die Tante aus Indien kommt und die Tante aus Indien sagt nicht nur, die Schuhe kriegt ihr jetzt nicht, eure sind schon noch gut genug und ich habe da oben gesehen, ihr zieht sie ja teilweise noch nicht mal an. Nein, sie kümmert sich auch um die ganze Nachbarschaft und sie ist überall und mit jedem befreundet sie sich und mit jedem redet sie. Und was will diese Frau überhaupt bei den Schwestern? Ja, sie versuchen die Tante rauszumobben, sie lassen sich viel ein. Fallen, versuchen sie sogar zwischenzeitlich zu verkuppeln. Es ist witzig, es ist süß geschrieben, es ist sicherlich ein schönes Jugendbuch. Mir hat es soweit ganz gut gefallen. Ja, und ich werde es weiterverfolgen. So, dann von Helge Timmerberg in 80 Tagen um die Welt. Ja, Ma und ich haben einen Indien-Knall. Hier geht es auch wieder nach Indien und zwar über längere Zeit. Also Indien ist mal wieder sehr bei ihm beschrieben worden. Das erste Buch, was wir von Helge Timmerberg gelesen hatten, war Shiva Moon. Und Helge Timmerberg schreibt Erfahrungsberichte, er schreibt Reiseberichte. Er hat sich also jetzt auf die Reise begeben von Deutschland einmal wieder um die Welt, von Berlin wieder nach Berlin. Und es ist sehr interessant gewesen. Er schreibt nicht so, dass man sagen würde, er versucht sich sympathisch zu machen. Er ist ehrlich. Er macht sich nicht beliebt bei seinen Lesern. Er ist halt so, wie er ist, und das schätze ich sehr an ihm. Er beschreibt auch mal, wie pottenhässlich so ein Hotelzimmer ist oder wie er betrogen wird von Taxifahrern oder so. Er versucht auch nicht immer politisch korrekt zu sein. Er ist halt
wie er ist und man muss ihn so nehmen, wie er ist. Dabei hat dieser Mann eine super geniale Schreibe. Ich liebe seine Art zu schreiben. Er hat einen wunderbaren Sinn für Humor. Ich habe es zusammen mit Mar gelesen und wir mussten beide zwischendurch immer lachen. Wir können euch von ihm auch Shiva Moon, wenn ihr euch für Indien interessiert, sehr, sehr, sehr empfehlen. Dazu gesagt sei aber, das ist jetzt vielleicht nicht so die Lektüre ist, die ich Jugendlichen in die Hand drücken würde, weil es geht schon sehr hart auch teilweise zu und um Drogen und so weiter. Also, aber ansonsten, ist dieses Buch wirklich zu empfehlen. Für uns war es ein 5-Sterne-Buch. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir wollen auch unbedingt mehr von Helge Temmerberg lesen. Ja, dann sind wir bei einem anderen Buch und zwar von Lucy Silek, Beautiful Americans, Paris Willkommen. Auch dies ist eine Reihe. Ich fand das Cover so wunderschön, ich musste es lesen. Leider konnte mich das Buch aber nicht überzeugen. Woran lag's? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es einfach nur das falsche Buch zur falschen Zeit. Ich habe jetzt mir auch vorgenommen, ich werde jetzt erstmal nichts mehr in diesem Teenager-Bereich lesen. Ich glaube, die Phase ist jetzt abgeschlossen. Es fing letztes Jahr um diese Zeit an, dass ich ja total gerne solche Romane gelesen habe. Und vielleicht ist diese Phase jetzt einfach vorbei. Es war nicht schlecht. Für Paris-Fans ist es ein absolutes Muss, meiner Meinung nach, weil dieser ganze Paris-Flair total eingefangen wird. Aber worum geht's? Es geht um 4 Amerikaner, 3 Mädchen, ein Junge und sie haben ein Austauschjahr in den USA, also in Paris. Sie kommen aus den USA und gehen nach Paris. Ja, und dort haben sie halt unterschiedliche Storylines. Die eine möchte unbedingt ihre Geheimnisse vertuschen, die andere ist eine Ballerina, sie möchte tanzen und vermisst ihren Freund in den USA, die andere ist sehr flippig und der Junge ist homosexuell und will jetzt den ersten Jungen küssen. Ja, darum geht's jetzt eigentlich. Ich weiß nicht, wenn ich nochmal dieses Buch, also den zweiten Teil sehen sollte, vielleicht nehme ich ihn mir sogar mit, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, ob ich diese Serie weiterverfolgen werde. Sie war so ganz gut. Ich weiß, viele von euch mögen diese Serie wirklich auch sehr, sehr gerne. Ich kann es Paris-Fans wirklich empfehlen. Es ist ordentlich viel Frankreich drin. Mich konnte es jetzt aber nicht ganz so überzeugen, aber da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es nicht einfach nur das falsche Buch zur falschen Zeit war. So. Jetzt kommen wir zu meinen Flop-Büchern des Monats. Einmal von Anne Fine Familienkrieg und einmal von Anne Fine Die Rückkehr der Killerkatze. Anne Fine ist sicherlich keine schlechte Autorin, aber sie hat bei mir halt nicht den Geschmack getroffen mit diesen beiden Büchern. Fangen wir mit Rückkehr der Killerkatze an. Rückkehr der Killerkatze ist die Geschichte von Kuschel, geht weiter. Tagebuch einer Killerkatze kann ich euch allen nur wärmstens empfehlen. War ja im Monat zuvor. Es sind Bilderbücher. Es ist nicht viel Text, 20 Minuten, glaube ich, haben wir gebraucht, um das zu lesen. Dies hier ist jetzt wirklich ein reines Kinderbuch, meiner Meinung nach. Kuschel ist nicht mehr so widerlich mörderisch drauf wie im Tagebuch einer Killerkatze. Und das fand ich eigentlich schade, weil ich hatte sehr gehofft, wirklich eine Fortsetzung von Kuschel zu finden. Und nicht Kuschel reist aus und Kuschel, die Familie ist im Urlaub. Naja, jedenfalls ist es ein schönes Kinderbuch. Wenn ihr Kinder habt, die auf Katzen abfahren, ist das sicherlich ein tolles Geschenk. Für mich war es jetzt einfach nur eine Enttäuschung, weil ich als Erwachsene nicht mehr viel damit anfangen konnte. Ja, dann Anne Fine Familienkrieg. Anne Fine Familienkrieg erzählt die Geschichte von einer Familie, die eine pubertierende Tochter drin hat. Und diese pubertierende Tochter schafft es, dass im Haus der Kriegszustand ist. Und die Mutter versteckt sich in der Garage oder klettert durchs Fenster, versucht noch ein bisschen zu verschnaufen, wenn sie von der Arbeit kommt, einfach um sich zu wappnen, ihrer Tochter entgegentreten zu können. Es ist sicherlich sehr realistisch, was da auch beschrieben wird, weil ich kenne das aus Familien von Freunden, Bekannten, die wirklich so pubertätsgeschädigt sind, die diese ganzen Sachen durchmachen. Für die ist es sicherlich herzerwärmend mal zu lesen, wir sind nicht die einzige Familie, der es so geht. Leider hat dieses Buch, obwohl ich mich zwischenzeitlich sehr gut amüsiert habe, ein paar Längen, wo ich mich gefragt habe, warum erzählt sie das jetzt? Das ergibt jetzt für mich auch nicht unbedingt Sinn. Ich fand es einfach erzähltechnisch jetzt nicht so 100% genial. Schade, weil die Grundidee hat mich total angesprochen und wenn die kleine, dieses eine Mädchen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt,
Naja, egal, wenn sie loslegt und ihre Eltern tyrannisiert, ist das sehr, sehr lustig. Nur leider, ja, die Länge. So, jetzt kommen wir aber zu meinen Highlights. Ja. So, und mein erstes Highlight ist von Christoph Marzi, Gespensterfenster. Dazu wird es eine Rezension geben. Ma hat sie auch schon abgedreht. Die wird jetzt irgendwann hochgeladen und ich zeige es euch. Es ist ein wahnsinnig schönes Bilderbuch. Ein Bilderbuch für Fans von Tim Burton. Ich weiß, Tim Burton wird in diesen Tagen viel aus dem Hut gezogen. Immer wenn die Figuren riesige Augen haben. Es ist total schön jedenfalls gemacht und es ist einfach im Stil von Tim Burton. Mir hat es total gut gefallen. Christoph Marzi ist eh so ein Autor, den ich zwar nicht unbedingt lese, weil ich nicht gerne Fantasy lese, aber wenn ich mal etwas von ihm lese, bin ich immer beeindruckt von seinem Schreibstil, der hier natürlich jetzt kindgerecht ist. Aber ach, ihr kriegt ja die Rezension, also viel Spaß mit der Rezension. Da habt ihr dann auch noch ein, zwei Bilder mehr. Ich kann es euch jedenfalls nur empfehlen. Für mich war es ein absolutes Highlight. Das andere Highlight war von Ellen Bennett, die souveräne Leserin. Ja, die souveräne Leserin war ein Buch, da sind wir jetzt schon irre lange drumherum geschlichen. Hier geht es um die Queen. Und die Queen hat eine neue, Leidenschaft entdeckt. Sie liest. Und wenn man erstmal anfängt mit dem Lesen, dann kann man nicht mehr aufhören und dann bleibt auch alles andere liegen. Aber auch hierzu werde ich noch eine Rezension drehen, daher jetzt gar nicht so viel davon verraten. Wenn ihr aber Leseratten seid und wenn ihr dem Adel nicht ganz abgeneigt seid, solltet ihr euch dieses kleine, aber feine Büchlein echt ansehen oder holen, weil es macht so viel Spaß. Also ich hatte jetzt jedenfalls zum sehr, sehr viel Spaß daran. Und ich freue mich auch noch sehr viel mehr von Ellen Bennett zu lesen, denn der Autor hat es mir angetan. So, das wär's von mir. Das war meine Monatsübersicht. Schnell damit ab ins Netz, damit ihr sie sehen könnt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video.